von Tiefölprodukten in Europa und Ihnen wahrscheinlich bekannt durch das selbstverordnete Reinheitsgebot. Frau Jansson ist Diplom-Ingenieurin. Sie hat Lebensmitteltechnologie studiert und arbeitet bei Frosta seit Anfang 2007. Die Information habe ich gefunden und da musste ich schmunzeln, denn Sie sind so lange bei Frosta, wie ich bei Baum bin. Ja, dann haben Sie jetzt das Wort, Frau Jansson. Ich bin gespannt. Ja, also erstmal bedanke ich mich natürlich ganz herzlich für die Einladung und freue mich, hier heute Abend ein paar Worte zu unserem Unternehmen vorbringen zu können. Freue mich natürlich auch im Anschluss auf die rege Diskussion. Ich teile mal meinen Bildschirm und hoffe, dass das für alle sichtbar wird. Ich glaube, übersetzt der automatisch den Untertitel? Ist das von Ihnen so eingestellt? Da bin ich jetzt überfragt. Also bei mir steht englischer Untertitel. Genau, Ach so, sehen ja, Sie? genau. Also wir haben sozusagen, das hatten wir gestern nicht. Das liegt, glaube ich, nicht an den Zoom-Einstellungen, sonst hätte es gestern da auch sein müssen. Okay. Okay, muss ich mal schauen. Ich glaube, Sie sehen da was. Ich würde aber überlegen, Sie sehen mich da ein bisschen von der Seite, weil ich kenne das nur mit Teams. Er spiegelt das nicht auf beide Bildschirme jetzt, aber warten Sie mal, ich nehme Sie mit. Also wir sehen Ihre Folie und wenn wir das mit den englischen Untertiteln nicht in den Griff bekommen, dann ignorieren wir das, glaube ich, einfach Okay. alle. Einfach, ich starte mal. Und zwar Ja. habe ich noch mal eine kleine Vorstellung von Frosta mitgebracht. Wir haben 1800 Mitarbeiter in 7 Ländern. Wir haben 4 Produktionsstandorte und wir sind seit 1961 auf tiefgefrorene Lebensmittel spezialisiert. Das vielleicht nur mal so am Rande. Wo sitzen wir? Der Hauptsitz ist in Bremerhaven. Wir haben aber auch 2 weitere Werke in Deutschland. Das ist einmal in Lommatzsch und in Bobenheim, wo wir unser eigenes Gemüse anbauen. Wir haben noch ein Produktionswerk in Polen und Sie sehen hier die einzelnen Marken, die wir hier betreuen und bedienen. Es sind viele Eigenmarken, aber natürlich auch Handelsmarken. Lieferkette, natürlich ist es schön, wenn man seine eigenen Gemüse herstellen kann, aber selbstverständlich kaufen wir auch zu. Kleiner Exkurs über unsere Gerichte und Gemüse- und Obstbeutel und Faltschachteln sehen Sie hier. Wenn Sie sich so ein Gericht vorstellen, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Rohwaren da drin sind. Die müssen wir ja irgendwo alle herkommen. Deshalb Lieferkette ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Unser Froster Kosmos, natürlich das Reinheitsgebot, was uns vor große, große Herausforderungen stellt. Denn wenn man sich sowas auf die Fahne geschrieben hat, dass man das Reinheitsgebot eingeführt hat und auch konsequent umsetzt, grenzt das natürlich viele Lieferanten dann auch aus, die einfach diese Anforderungen nicht erfüllen. Für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema Transparenz und natürlich Nachhaltigkeit. Ich glaube, sonst wären wir heute auch nicht eingeladen worden. Ja, das müssen wir alles implementieren in dieser schwierigen Zeit, die wir ja auch gerade heute alle durchleben. Und das stellt uns ganz, ganz häufig auch vor große Herausforderungen. Vielleicht kurz zum Reinheitsgebot, was ja auch in der Lieferkette die Anforderungen sehr besonders macht. Seit 2003 gibt es das Reinheitsgebot. Das bedeutet, dass wir für unsere Gerichte und für unsere Artikel, die wir unter der Marke Frosta in den Verkehr bringen, auf ganz verschiedenste Kriterien achten müssen. Unter anderem setzen wir keine Aromen ein. Jegliche Zusatzstoffe sind verboten. Keine Farbstoffe und ganz viele, viele andere Kriterien, die ich Ihnen hier gar nicht im Detail sagen möchte. Zum Beispiel keine Farbstoffe bei den Eiern. Das heißt, Sie brauchen Hühner, die mit Futter gefüttert werden, das keine Farbstoffe enthält. Das sind natürlich Herausforderungen, die sich dann innerhalb der Lieferkette ergeben. Kommunikation des Reinheitsgebotes, um das auch hier gleich einmal anzubringen, haben wir so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt in diesem Jahr. Sie sehen hier unsere neueste Werbung. Vielleicht haben Sie es auf der Straße schon gesehen.
Das ist nach wie vor ein Thema, auch wenn es häufig mittlerweile kopiert ist von verschiedenen Mitbewerbern und auch einfach anderen Herstellern. Es ist aber präsenter denn je, denn gerade durch die Pandemie haben wir gemerkt, dass die Leute sehr bewusst sich ernähren. Es geht sehr viel um Gesundheit. Es wird sehr viel darauf geachtet, was man wirklich isst und was wir gemerkt haben. Sehr viele Leute haben, glaube ich, in der Pandemie gemerkt, dass sie auch gar nicht mehr kochen können und haben tatsächlich dann unsere Gerichte gewählt. Was heißt das jetzt zum eigentlichen Thema Lieferkettenmanagement? Es ist natürlich schwierig, viele, viele Rohwaren, ich habe rechts nur mal so ein paar, dass Sie mal sehen, von Fisch über Gewürze, Gemüse aufgezeigt. Was heißt das für die Lieferanten? Wir arbeiten mit einigen wenigen Lieferanten zusammen, die wir wirklich sorgfältig auswählen und mit denen wir auch langjährige Geschäftsbeziehungen haben. Das, was am schwierigsten ist, ist der Punkt 2 darunter, ist tatsächlich mit solchen Ansprüchen, die wir an unsere Rohwaren haben, sich auf dem Spotmarkt zu bedienen. Das ist einfach zu komplex und für viele gar nicht verständlich, was wir wollen. Transparenz in der Lieferkette, für uns ein ganz großes Thema. Wenn ich bei dem Trader in Hamburg kaufe, der in seinem Büro da sitzt, der produziert da selten dann die Lebensmittel, die wir einsetzen. Das heißt, ich muss exakt wissen, wo kommen die Sachen her. Für uns bedeutet das, wir schauen nicht nur den Lieferanten an, sondern wir schauen auch in jedem Fall den Produzenten an, der dahinter sitzt. Natürlich begleiten wir Produktionsprozesse eng, denn gerade wenn wir über das Reinheitsgebot sprechen, sind zum Beispiel solche Sachen wie Verbot von technologischen Hilfsstoffen, die ja vom Gesetzgeber her erlaubt sind, dass sie eingesetzt werden und nicht deklariert werden müssen. Wir aber ja sicherstellen wollen, dass er diese auch im Prozess nicht benutzt. Das heißt, wir müssen vor Ort sein, wir müssen dorthin fahren, wir müssen uns das anschauen. Ja, wir verladen Ware im Ausland, wir lassen sie häufig dort vorab mit akkreditierten Laboren untersuchen. Wir haben Wareneingangskontrolle von allen Artikeln, die wir hier beziehen im Tiefkühlbereich. Und natürlich bestimmte Kriterien, die Lieferanten erfüllen müssen, bevor sie von uns überhaupt zugelassen werden. Und was vielleicht von uns bei uns ein bisschen anders läuft, nicht der Einkauf schaltet den Lieferanten auf, sondern wir als Qualitätssicherung lassen den richtig zu. Es gibt bestimmte Kriterien, die der erfüllen muss, unter anderem eben, dass er einen GFSI-Standard haben muss. Wenn er aus einem BSCI-Risikoland kommt, braucht er ein Sozialaudit. Sonst arbeiten wir nicht mit denen zusammen. Wobei wir hier ganz klar sagen müssen, dass wir auch den Weg begleiten. Also hier eine Schwarz-Weiß-Sicht ist nicht hilfreich. Wir unterstützen die Lieferanten dort auch im Ursprung, dann sich mit Sozialaudits auseinanderzusetzen, begleiten den Weg dahin und helfen denen auch Zertifizierungsstellen zu finden, um eben hier diese Kriterien zu erfüllen. Spezifikationen. Wir sind alles Fachleute, wir brauchen Ihnen, glaube ich, nicht erzählen, dass die Grundlage eines jeden Geschäftes ein Vertrag zu haben. Das sind alles so Sachen, die wir eben mit den Lieferanten vereinbaren und die wir eben auch vor Ort abprüfen. Heißt, wir fahren und ich selbst auch immer noch, obwohl ich mittlerweile 45 Mitarbeiter an 3 Standorten habe, fahre raus, besuche die Lieferanten und vor allem die Produzenten. Wirklich die Werke in Südostasien oder überall in der Welt, die für uns die Lebensmittel produzieren. Für uns ist Transparenz und auch in der Lieferkette natürlich ein Riesenthema, auch für uns selber. Also wir können ja nicht nur diese Transparenz von den Lieferanten erwarten, sondern wir sind selber transparent. Heißt, Presse ist bei uns ein gern gesehener Gast. Vielleicht sehen Sie häufig irgendwelche Videos oder Berichte, die bei uns gedreht wurden. Unsere Produktion ist gläsern, das ist der Standort in Bremerhaven. Wir sind dort tatsächlich lokalisiert, wer uns nicht kennt, in den alten Fischereihallen, die wir komplett umgebaut haben. Wir haben die ganze Front vorne aufgemacht, haben da Glasscheiben drin, dass jeder, der hier vorbeiläuft, reinschauen kann, guckt sich unsere Fischstäbchenproduktion an. Transparent sind wir auch auf dem Beutel und das ist ja auch. Wir legen eigentlich unsere Lieferkette dem Verbraucher in den Einkaufswagen. Denn wir haben auf jedem Beutel den Ursprung unserer Rohwaren deklariert. Und das machen wir nicht einfach so über den Daumen, sondern das ist wirklich ein ausgeklügeltes System.
indem wir an jeder Partie, die wir einkaufen, den Ursprung, den wirklichen Ursprung, wo es hergestellt wurde, hinterlegen und dieses dann online auf die Verpackung, inline auf die Verpackung drucken. Und das führt natürlich häufig auch zu Fragen von Verbrauchern, von Konsumenten. Das führt auch oft mal zu Kritik, muss man sagen. Warum kommt euer Hähnchenfleisch aus Thailand? Wir stellen uns aber der Kritik und wir stellen uns den Fragen, durch dieses flexible Printing, wie wir es nennen, sind wir da wirklich, also wir verstecken nichts. Wenn unser Knoblauch aus China kommt, dann kommt er aus China und dann wird das auch erklärt, warum das so ist. Ja, die Zutatenliste verheimlicht ebenfalls nichts. Das ist auch etwas, für die ist die Rezeptur ja immer ein großes Geheimnis und es wird nur das deklariert, wirklich was muss. Wir schreiben alles drauf, was drin ist und nichts anderes ist drin. Und das wird mehr und mehr honoriert von den Endverbrauchern und ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Vielleicht zu der Transparenz weiter, weil das sind ja alles so Sachen auch der Kommunikation. 2005 haben wir einen Blog gestartet. Wir waren eins der ersten Lebensmittelunternehmen, die das gemacht hat, wo man wirklich mit dem Vorstandsvorsitzenden dann irgendwie im Blog auch diskutieren konnte und unsere Vorstände antworten auf Fragen. Da waren wir ziemlich der Vorreiter in diesem Segment. Seit 2007 ist unsere Homepage so ausgestattet, dass man unsere Gerichte raten kann. Man kann Sterne vergeben und man kann Kommentare abgeben. Das läuft bei uns nicht wie vielen anderen durch eine Schleife und wird nochmal vorselektiert, sondern das ist 1:1 direkt auf der Webseite. Also wenn Sie da reinschreiben, das Bami Goreng schmeckt mir gar nicht, dann steht das da drin und dann ist das so. Das wird auch nicht von uns gelöscht. Wir gucken eher mal vielleicht, wie wir Sie kontaktieren, warum es Ihnen nicht schmeckt oder ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber wir löschen hier keine Kommentare, wenn sie irgendwie negativ sind. Lieferketten. Lieferketten sind tückisch. Die funktionieren immer so gut, wie man sie kontrolliert. Und selbst wenn man sie kontrolliert, ist es am Ende immer eine Stichprobe. Und diese Stichprobe gibt manchmal ein anderes Bild als der tatsächliche Zustand. Und was machen wir dann? Dann haben wir einen Fehler gemacht. Früher ist immer so ein Wort, früher hat man diese Fehler möglichst verschwiegen. Heute ist das mal, gehen wir da einen ganz anderen Weg. Wir sprechen offen über unsere Fehler. Weil wenn wir unserem Endverbraucher gegenüber signalisieren, wir sind transparent, dann müssen wir auch transparent in der Fehlerkommunikation sein. Weil wo läuft dann ehrlich gesagt immer alles richtig? Bei niemandem. Und so haben wir es mal, das war der erste Step, dass wir gesagt haben, es ist etwas nicht gut gelaufen. Wir haben nämlich einen mangelhaft von Ökotest für unseren Spinat bekommen und wir haben das bei Facebook kommuniziert. Als wir alle mit der ersten Idee kamen, waren da genug, die gesagt haben, mach das bloß nicht. Wir haben es dennoch gemacht und wir haben ein sehr, sehr positives Feedback darauf bekommen. Wir haben dann auch gesagt, wir werden es ändern. Wir werden unseren Fehler korrigieren. In dem Fall war es tatsächlich eine zugekaufte Rohware, die wir eingesetzt haben, also wieder Lieferkettenmanagement, wo mal etwas nicht funktioniert hat. Und wir sind dann übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, dann bauen wir unseren Spinat wieder selber an. In dem Fall haben wir die Möglichkeit über unsere eigenen Werke und haben das dem Konsumenten versprochen. Nun muss man ja Versprechen halten. Auch das haben wir offen kommuniziert. Denn ein Jahr später war unser Spinat auf dem Feld und wir haben dann diesen auch verarbeitet für die Marke. Und es hat einen sehr, sehr großen positiven Hype, sage ich mal, ausgelöst, sodass wir das auch wirklich implementiert haben. Und wir haben jetzt aktuell im September auch wieder Lieferkettenmanagement. Unser Vorlieferant Verpackung hat einen Fehler gemacht. Der hat tatsächlich 51 Kilometer Folie nicht so bedruckt, wie wir sie haben wollten. Da ist, man sieht das ein bisschen schlecht auf dem Bild. Hier oben in dem roten Kreis hat der, da ist die Kaschierung, das ist irgendwie nicht gut geworden. Und das sieht komisch aus. Es ist keine Konsumentengefährdung, es ist komplett verkehrsfähig, es sieht nur nicht so aus, wie wir es haben wollen. Dann stand zur Diskussion, schmeißen wir 51 Kilometer Folie weg. Nein, wir sind nachhaltig, das geht nicht. Abgesehen davon, dass wir sowieso versuchen, auf den Papierbeutel komplett umzustellen, aber in dem Fall
hat uns das Herz geblutet. Und Sie sehen es an den Likes hier unten. Es waren dann 33.997 positive Feedbacks, die wir dafür bekommen haben. Wir haben nicht eine Reklamation erhalten für diese Beutel. Und das zeigt uns eigentlich, dass auch der Konsument bereit ist, Fehler zu verzeihen. Und wenn Sie mal bei Facebook sind, schauen Sie mal rein. Wirklich, ich wollte das nicht in diese Präsentation einbringen. Es sind so viele nette Kommentare gekommen. Wirklich, wo Leute gesagt haben, ey, wir finden das toll, dass ihr über Fehler offen sprecht. Wir finden das toll, dass ihr hier nachhaltig denkt und keinen Müll erzeugt. Also das ist wirklich eine Erfolgsstory, eigentlich mit Fehlern, die auch im Lieferkettenmanagement einfach passieren können. Wir sind alle nicht perfekt. Einfach offen drüber zu sprechen, transparent zu sein, nichts zurückzuhalten und auch mal zu sagen, sorry, bei uns wird was mal schief, ist was schief gegangen. Frau Wippig, dann hatten Sie mir die Frage geschrieben, warum Froster eigentlich kein Bio hat. Das wollte ich doch nochmal besonders hervorheben. Wir haben natürlich Bio, gerade bei unserem Gemüse. Froster ist mit seinen beiden Gemüsewerken mit einer der größten Anbauer für Bio. Das kriegt man manchmal gar nicht so mit, weil natürlich auch vieles in Handelsmarken läuft. Bio ist so ein spezielles Thema. Bio erfüllt nicht automatisch unser Reinheitsgebot. Da, wo wir es können, wie hier, ich habe mal extra so eine Verpackung hier mit in die Präsentation gebracht, machen wir das, wo wir selber anbauen können, wo wir es selber in der Hand haben. Bio bedeutet nicht automatisch Reinheitsgebot. Das heißt, der sowieso schon limitierte Markt derer, die unser Reinheitsgebot erfüllen können, limitiert sich noch mehr durch Bio. Dann wissen wir alle, der Markt ist preisgesteuert. Wir haben mal ganz, ganz böse Lehrgeld zahlen müssen, 2003. Das habe ich Ihnen auch auf die rechte Seite gebracht. Als wir das Reinheitsgebot eingeführt haben und einen so drastischen Umsatzeinbruch verzeichnen mussten, dass wir fast insolvent waren. Und das ist natürlich etwas, wo man sich lange überlegt, ob man im Hochpreissegment, und wir sind ja nicht im Niedrigpreissegment unterwegs, einen solchen Schritt dann nochmal wagt, eigentlich alle Rohwaren auf Bio umzustellen. Zudem sind sie häufig gar nicht alle in Bioqualität verfügbar, muss man sagen. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht wollen. Also Bio ist immer wieder ein Thema für uns. Wir versuchen vieles, was Bio abbildet, in unser Reinheitsgebot mit zu implementieren. Und während ich diese Präsentation so vorbereitet habe, habe ich immer so gemerkt, wir machen so viel mehr im Hintergrund und so viel wenig kommunizieren wir eigentlich darüber, dass wir da echt noch mal ein bisschen besser werden können. Denn viele, viele unserer Sachen, ich glaube, niemand weiß, dass jeder unserer Lieferanten einen Sozialaudit haben muss, es sei denn, er hat unseren Nachhaltigkeitsbericht gelesen, tatsächlich im Detail. Aber das sind so Sachen, wo wir vielleicht nochmal über die Kommunikation tatsächlich nachdenken können. Und da danke ich Ihnen auch für die Anregung, die ich während der Vorbereitung der Präsentation hatte. Denn man sagt nicht umsonst, tue Gutes und sprich drüber. Wir sind ein bisschen so aufgestellt, wir tun lieber Gutes und sprechen nicht ganz so viel darüber. Aber vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was machen. Ja, das war's von mir. Ich freue mich auf Anregungen und Fragen, die wir, glaube ich, im Anschluss diskutieren können. Ja, herzlichen Dank, Frau Jansson. Da haben Sie uns ja richtig einen Einblick gegeben, wie bei Ihnen gearbeitet wird. Vielen Dank auch für die Transparenz in diesem Sinne. Wir hören jetzt erst noch Herrn Hartmann zu und dann gehen wir miteinander ins Gespräch. Lothar Hartmann ist Leiter Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement bei der MEMO AG, die ihren Sitz in der Nähe von Würzburg hat. Und zwar ist er in dieser Funktion schon seit 1998 aktiv. Er hat BWL studiert und, so habe ich an einer Stelle gelesen, hat sich damals ganz bewusst bei MEMO beworben, bei diesem Versandhändler für nachhaltige Büro- und Alltagsprodukte. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von Ihrer Arbeit. Ja, liebe Frau Wippig, vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Und ich kann jetzt einen kurzen Impuls geben zu den Anforderungen und Herausforderungen der Lieferkette eher aus der Sicht eines Handelsunternehmens.
Und ich versuche jetzt auch mal meinen Bildschirm zu teilen. Sehen Sie die Präsentation? Ja. Wunderbar. Genau. Ich möchte in den nächsten 10 Minuten gerne vor allen Dingen auf unsere Memo-Markenprodukte eingehen und Ihnen vorstellen, welche Herausforderungen und Anforderungen wir in der Lieferkette haben. Die Memo AG ist ein Versandhandel, ein reines Handelsunternehmen. Also wir produzieren keine Artikel selbst. Gegründet wurden wir vor 30 Jahren. Also wir haben dieses Jahr Firmenjubiläum sogar. Unser Firmensitz ist in Greusenheim bei Würzburg, wo wir aktuell 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Wir sind also eher ein kleines Unternehmen. In unserem Sortiment finden Sie aktuell etwa 20.000 verschiedene Produkte, die wir so gut es uns nur irgendwie möglich ist, nach ihren umwelt- und sozialverträglichen Aspekten prüfen. Und darunter etwa eben, wie gesagt, 1.000 Memo-Markenprodukte, auf die ich jetzt im Folgenden etwas näher eingehe. Unsere Kunden sind so vor allen Dingen gewerbliche, aber auch private Endverbraucher. Und mehr und mehr finden Sie gerade die Memo-Markenprodukte auch im Biofachhandel. Wenn wir Produkte ins Sortiment aufnehmen, wie gesagt, versuchen wir so viele Aspekte, wie eben ja, für uns möglich sind, zu prüfen. Und das ist natürlich bei einem Kugelschreiber ganz anders als bei einem Kopierpapier oder bei einem Bürodrehstuhl. Aber wichtige Aspekte, und das gilt nicht nur für die Memo-Markenprodukte, sondern eigentlich für alle, sind immer, dass wir versuchen, so viel über die Rohstoffe herauszufinden, wie uns das möglich ist. Sind diese ökologisch? Sind diese sozialverträglich angebaut, wenn es zum Beispiel eben auch um Lebensmittel geht? Wir versuchen, über die Herstellung so viel wie möglich herauszufinden. Ist diese energieeffizient? Gibt es geschlossene Materialkreisläufe? Und natürlich auch, ist diese sozialverträglich? Wir achten auf kurze Transportwege, das heißt, wir bevorzugen Produkte, die in Deutschland gefertigt werden oder zumindest in der Europäischen Union, haben aber natürlich auch Waren, die in Übersee hergestellt werden. Wir achten auf die Verpackung. Qualität, Langlebigkeit sind für uns wichtige Aspekte, genauso wie ob es eventuell gesundheitliche Belastungen für den Verbraucher gibt beim Gebrauch selbst. Und natürlich auch das Thema Recyclingfähigkeit spielt eine Rolle, aber auch ein marktgerechter Preis. Ja, hier mal ein kleiner Blick, so ein kleiner Querschnitt über Memo-Markenprodukte. Und Sie sehen schon, es ist relativ breit gefächert, das Sortiment. Also es geht von Bürobedarf, wie zum Beispiel Kopierpapier, Aktenordner, über Schulbedarf, Schulhefte, Malkästen, bis hin zu Textilien, hier vor allen Dingen Tragetaschen, Bekleidung haben wir weniger im Bereich Markenprodukte. Hygienepapiere spielt eine Rolle, also zum Beispiel Toilettenpapier oder auch Taschentücher oder auch Kosmetiktücher. Reinigungsbedarf wird zunehmend immer wichtiger für unser Sortiment, Waschmittel, Seifen, Spülschwämme. Und auch Lebensmittel, hier insbesondere Kaffee und Tee. Wie gesagt, 1.000 Artikel, die wir aktuell von 37 verschiedenen Herstellern oder Lieferanten beziehen. 24 davon produzieren in Deutschland, 7 in der Europäischen Union und 6 Hersteller produzieren in Übersee. Da sind vor allen Dingen eben auch jetzt die Textilien relevant, die in Indien produziert werden. Und was wir als ganz besonders wichtig erachten, Frau Jansson hat es auch schon angeschnitten, ist eine wirklich sehr intensive, partnerschaftliche, auch persönliche, vertrauensvolle und vor allem auch langfristige Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Und zwar auf Augenhöhe. Also es geht nicht darum, ständig nur zu auditieren und alles besser zu wissen, sondern wirklich sich gegenseitig zu befruchten. Nach den 30 Jahren unserer Geschäftstätigkeit mögen wir behaupten, dass, also für uns ist das eigentlich der wichtigste Aspekt, um Risiken in der Lieferkette zu minimieren. Ein wirklich sehr vertrauensvoller Kontakt zu den Lieferanten, und nicht bei jeder kleinen Preiserhöhung dann sich einen neuen Lieferanten zu suchen. Für uns wesentliche Herausforderungen sind natürlich zum einen die enorme Vielfalt der Materialien und Ressourcen, die in Produkten verbaut sind, die Tiefe der Wertschöpfungskette und
Was jetzt hier nicht aufgeführt ist, natürlich auch ein relativ hoher Zeitaufwand, all diese Facetten eines Produktes dann auch zu prüfen. Und ja, kritische Rohstoffe in unserem Markensortiment sind aktuell vor allen Dingen Baumwolle, Kaffee und Tee. Und ich möchte mal exemplarisch jetzt anhand von drei Produkten zeigen, wie wir da in der Praxis dann vorgehen. Also zum einen jetzt hier mal die Tragetasche. Das ist mittlerweile für uns ein ganz wichtiges Produkt geworden, auch gerade im Werbeartikelbereich. Und die Tasche ist GOTS-zertifiziert, zertifiziert nach dem grünen Knopf, Fairtrade Cotton zertifiziert und erfüllt auch die Kriterien des Blauen Engel. Also wir haben da alle Standards, alle Labels abgedeckt, die es in dieser Produktgruppe überhaupt gibt. Dann unser Hersteller in Indien produziert energieeffizient, nutzt regenerative Energien. Wir waren auch schon selbst dort und haben aber auch einen Agenten in Indien, mit dem wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, der dann auch für uns regelmäßig die Fertigungsstätte besucht und dann letztendlich auch als Ansprechpartner auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort vor Ort zur Verfügung steht. Beim Kaffee, da arbeiten wir mit einer etwas kleineren Rösterei in Westfalen zusammen, die ich übrigens auch nächste Woche tatsächlich auch persönlich wieder mal besuchen werde. Da setzen wir auch auf, natürlich auf biozertifizierten Ökolandbau. Und auch da ist es eben so, dass die Kaffeerösterei, also regelmäßig die Kleinbauern in Südamerika, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wiederum besucht für uns in unserem Auftrag. Wir arbeiten da insbesondere mit Bauern aus Peru und Mexiko zusammen und eben dann auch die Anbaugebiete besucht. Und wichtig ist uns auch, dass wir eben direkt einkaufen, keine großen Zwischenstufen haben, langfristige Verträge haben, um dann eben auch faire Preise für die Bauern durchsetzen zu können. Im Bereich Tee arbeiten wir mit der Tee-Kampagne. Ist vielleicht auch vielen von Ihnen ein Begriff. Der Tee ist Naturland zertifiziert. Und auch hier ist es so, dass die Tee-Kampagne eben für uns dann regelmäßig in den Anbaugebieten vor Ort ist. Und eben auch, das ist das Grundprinzip der Tee-Kampagne schon immer gewesen, Zwischenhandelsstufen möglichst zu vermeiden, um faire Preise für beide Seiten der Wertschöpfungskette auch sicherzustellen. Und das Besondere hier ist vielleicht noch, dass es diesen Tee ausschließlich in der Großpackung lose gibt, um eben auch wiederum Verpackungsmaterial dann einzusparen. Also Sie haben schon bemerkt wahrscheinlich, Labels sind für uns als Handelsunternehmen in der Wertschöpfungskette sehr wichtig. Aktuell sind etwa 40% unserer Markenprodukte mit einem Label ausgezeichnet oder nach einem Standard zertifiziert. Und wir versuchen hier immer, bei den jeweiligen Produktgruppen uns auf die anerkanntesten und glaubwürdigsten zu konzentrieren. Also der Blaue Engel jetzt hier mal exemplarisch für ganz viele Bereiche, FSC für Holzprodukte, GOTS oder grüner Knopf für Textilien, Fair Trade, dann der NCS-Standard für Kosmetikprodukte oder jetzt zum Beispiel NCP für Reinigungsmittel. Es gibt noch einige mehr, aber das ist jetzt mal exemplarisch ein paar wichtige. Wie kommunizieren wir das Thema Nachhaltigkeit gegenüber unseren Kunden? Ganz klar auch über unsere Website, über unseren Online-Shop, wo wir es hier jetzt mal exemplarisch eben diese Tragetasche, wo wir zum einen natürlich die Labels kommunizieren, die dann auch näher beschreiben, um was es da geht. Und was man hier unten dann sieht, eben für jedes Produkt einen eigenen Reiter, wo es speziell um das Thema Nachhaltigkeit des Artikels geht und wo wir eben auch dann tiefer auf die Wertschöpfungskette eingehen oder auf die Lieferkette. Da muss man dann eher aufpassen, dass man nicht zu umfassend wird, weil man den Verbraucher auch wieder verliert, wenn die Information einfach zu umfangreich wird, werden zum Teil. Dann kommunizieren wir das Thema auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht. Da kann ich einfach nur empfehlen, vielleicht, wer Interesse hat, den Bericht einfach anzufordern oder per Download sich downzuloaden über memoworld.de oder einfach bei uns als Printexemplar anzufordern. Und natürlich ist es auch ein Thema in den sozialen Medien, ähnlich wie auch Frau Jansson das schon gezeigt hat.
Ja, und auch wir machen uns natürlich Gedanken drüber, was machen wir, wenn mal was nicht funktioniert. Und ja, wir hatten tatsächlich in den 30 Jahren unserer Geschäftstätigkeit bis jetzt das Glück des Tüchtigen, sage ich mal, dass noch nichts wirklich Kritisches passiert ist. Natürlich gibt es auch immer wieder mal Qualitätsprobleme oder sowas. Darüber berichten wir dann auch offensiv, ähnlich wie Foster das tut. Aber wir hatten bis jetzt immer das Glück, dass wirklich noch nichts Gravierendes passiert ist. Aber eine hundertprozentige Sicherheit, ich glaube, die gibt es nicht. Also es kann kein Unternehmen von sich behaupten, selbst wenn man noch so viele Prüfungen vornimmt und noch so viele Risikoanalysen, es kann immer mal was passieren. Und da haben wir uns eben auch, ähnlich wie Frau Jansson das kommuniziert hat, fest vorgenommen, dann auch eben proaktiv zu kommunizieren, eben nicht die Hände vor den Mund zu halten, sondern dann auch offen und ehrlich darüber zu sprechen und natürlich auch Maßnahmen zu ergreifen. Und ja, welche das dann sind oder wie wir das dann genau machen, das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom jeweiligen Fall ab. Das hat man ja auch bei der Ausführung von Frau Jansson ganz gut gesehen, dass man dann individuell reagieren muss auf den jeweiligen Fall bezogen. Ja, das erstmal von meiner Seite als kleiner Impuls und auch ich freue mich über die Diskussion. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Hartmann. Ich glaube, es hat sich im Chat so einiges angesammelt. Dann fangen wir doch gleich mal mit Ihren Fragen an. Tobias, was steht im Chat? Ja, doch, da sind einige Fragen. Ich würde sagen, da sind so einige eher technische Fragen gekommen, insbesondere zum Vortrag von der Frau Jansson. Und ich würde sagen, da steigen wir mal ein. Vielleicht zunächst an die Sina Gütter. Die fragte noch mal was zu dem Reinheitsgebot-Label und zum Bio, also anderen Standards. Wollen Sie das noch mal in die Runde geben? Ja, gerne. Das war zum Teil schon ein bisschen beantwortet worden. Also es war halt einfach die Frage nach einer Einschätzung zu den zum Thema eigene Label. Also Froster hat ja dieses eigene Reinheitsgebot und so ein bisschen ist da für mich immer die Frage, inwieweit macht es Sinn, immer mehr Label sozusagen zu produzieren versus sich auf die Bekannten zu beziehen. Ich hatte da als Beispiel das Bio-Label genutzt, aber so ein bisschen hat Frau Jansson das auch schon beantwortet, aber vielleicht möchten Sie dazu noch was sagen. Ja, also wir beobachten natürlich diese Labelflut auch und ich kümmere mich im Unternehmen sehr intensiv um das Thema Tierwohl. Und gerade im Sektor Tierwohl ist eine solche Labelflut über uns alle als Konsumenten hereingebrochen, dass wir uns im Moment gerade davon distanziert haben, da überhaupt etwas zu labeln. Zu uns, wir labeln im Moment außer MSC im Fisch eigentlich relativ wenig. Wir haben Vegan-Label noch drauf. Wir verstehen uns auch nicht als Label. Wir verstehen uns als Marke. Und wir verstehen uns so weit, dass wir sagen, wer Froster kauft, der hat im Hinterkopf, das ist im Griff, die Themen, die für mich wichtig sind. Entweder dadurch, dass er eben unseren Nachhaltigkeitsbericht gelesen hat oder sich über die Artikel informiert hat, dass wir versuchen, nicht noch zusätzlich 20 Label auf unsere Beutel zu kleben. Und wenn Sie die Beutel kennen, sehen Sie es, glaube ich, das sind einige wenige, die wir hier nehmen. Und wie ich eben sagte, auch Bio ist nicht immer alles Gold. Das muss man auch in manchen Stellen kritisch hinterfragen. Deshalb haben wir es auch manchmal gar nicht drauf. Herr Hartmann, bei Ihnen haben wir gesehen, dass Sie sehr viele Label auf Ihren Produkten haben, auch in der Kommunikation.